Hallöchen meine Lieben, herzlich willkommen hier wieder auf meinem schönen Kanal zu einem weiteren Video von meinem R2D2. Wir wollen heute die nächsten vier Ausgaben verbauen und zwar die Ausgaben 10, 11, 12 und 13. Beim letzten Mal hatten wir ja dementsprechend weiter an der Kuppel gearbeitet. Da soll es auch heute weitergehen. Wir werden sie weiter vervollständigen. Wir werden einen Ständer zusammenbauen, wo wir dann die Kuppel draufstecken, damit wir dann in den nächsten weiteren Folgen besser dran weiter arbeiten können und sie nicht immer nur festhalten müssen. Die fehlenden Muttern, die mir gefehlt haben, habe ich mittlerweile ersetzt. Ich habe mir die Ausgabe 5 nochmal besorgen können und somit habe ich jetzt einen kleinen Muttervorrat. Falls jetzt wieder irgendwo was schief gehen sollte oder mir wieder was flöten gehen sollte, bin ich bestens ausgerüstet. Also ich würde sagen, ihr kommt dichter und wir legen los. Und jetzt geht es dann weiter mit Ausgabe Nummer 10. Da schauen wir mal, wie immer gespannt ins Heft. Was haben wir hier? Haben einmal hier einen aufgeklappten R2D2. Dann haben wir hier, was ist das für ein komisches Konstrukt? Sieht aus wie so eine Spinne, so ein Spinnenbein. Ja, mit scheinbar Augen dran. Oder, nee, das ist nicht das gleiche, sondern ist eher was anderes. Ja, sehr komische Sachen sind das hier. Und dann haben wir hier so, ne, das kennt man ja eigentlich aus der Autotechnik, hier so ein Roboterarm. Also, schöne Sachen eigentlich. Und dann haben wir unsere Bauphase. Wir bekommen einmal eine Befestigung. Kameraobjektiv, dann bekommen wir einen Kuppelrahmen, einen Beinrahmen vorne rechts und einen Beinrahmen hinten rechts. Okay, das bekommen wir alles und dann haben wir auch bestimmt was zu tun. Das sind die Teile. Haltet euch mal ein bisschen die Ohren zu, es wird ein bisschen geknistert. Nicht gerade viel. Und ihr seht es im Endeffekt, ne, es ist wieder, sind wieder Teile, keine Schrauben. Also wir müssen wieder die vorhandenen Schrauben benutzen. Und dann schauen wir mal, was wir machen dürfen. Ich schätze mal, wir dürfen einen weiteren Kuppelrahmen anbringen. Und zwar müssen wir einmal hier unsere Kuppel herholen. Und dann muss ich gucken, wie ich das ganze Ding drehen muss. Weil es gibt ja eine Position. Also, wenn ich das richtig sehe, ist das hier und dann kommt das Teil nämlich da dran. Genau, und dann kommt das aber von unten da dran.
nämlich so in die Löcher hier reingesteckt und wird dann irgendwie verschraubt. Verschraubt mit was? Mit Schrauben auf jeden Fall. Und da wir noch jede Menge Schrauben haben, brauchen wir, was für Schrauben sind das? Ist das herrlich? Zeigt es mir doch mal an. Es sind auf jeden Fall silberne Schrauben. Und dann nehme ich doch mal einfach die längeren hier und schau mal, was da so mal rauskommt. Ob da Gewinde drin ist oder nicht. Nein, Gewinde ist da nicht drin. Also sind das auch nicht diese Schrauben. Hab aber keine anderen. Und das können ja nicht schon wieder was mit Muttern sein, weil ich habe ja gar keine. Und ich sehe, dass das irgendwie auch nichts mit... Doch. Ich brauche wieder zwei Muttern. Ey, das ist doch nicht wahr. Aber in dem... Na, dann fehlte mir eine ganze Menge an Muttern. Ei. Naja, gut, dass ich Muttern Vorrat habe. Also da ist entweder was bei meinem Bau schief gegangen oder da ist was bei denen schief gegangen. So, gut, dass ich noch Muttern Vorrat habe. Bei Schrauben habe ich genug, aber Muttern habe ich zu wenig. Was mich nur irritiert ist, in der Ausgabe Nummer 5 habe ich genauso viele Muttern drin, also ein bisschen mehr Muttern drin gehabt. 4 Stück, genau. Und jetzt brauche ich wieder 2, aber hier sind keine bei. Ich bin gerade ein bisschen irritiert. Nicht schockiert, sondern nur ein bisschen irritiert von der ganzen Thematik. Also wie gesagt, das kommt hier drunter. Das greift auch schön. Von oben kommen die Schrauben rein und von unten soll dann die Mutter drauf sitzen. Das jetzt aber hier so sehe, hier ist aber gar keine Einrastung für die Mutter. Doch, doch, da passt sie rein. Die passt da rein, die passt da rein. Okay. Wir setzen die Schraube an. Die setzen wir hier rein. Halten das einmal so schön fest. Oder eher gesagt, wir setzen die Mutter rein, so. Und ach, gerne. Kiste. Wird das jetzt mal was? Und schrauben dann die Schraube fest da drauf. Ja, so. Eine haben wir. Und das gleiche machen wir dann noch ein zweites Mal. Auch wieder schön festhalten. Und dann durchschrauben. So, jetzt hat unser Kuppelrahmen im Endeffekt noch ein weiteres Element dazu bekommen. Wir sollen im nächsten Schritt das Objektiv erweitern. Das Objektiv. So, da muss ich einmal dieses Teil hier haben. Stecken dieses Teil hier rein. Nämlich so. Dann sollen wir hier in unsere Schutzfolie vom Objektiv und Gewölbe des Objektivs. Zeigt alles klar. Schutzfolie. Ich soll eine Schutzfolie entfernen. Ist hier eine Schutzfolie drauf? Also ich sehe hier keine.
Nein. So. Das Objektiv so einsetzen und dann das Ganze hier so reinlegen. Ups, zählt das ja irgendwie nicht. Okay. Ich glaube, der Micha hat das. Nein, das ist eigentlich so richtig. Das ist eigentlich so richtig. Und ach so, das soll da durch. Ah, jetzt wird ein Schuh draus. Aber wenn das doch da durchpasst, da durchkommt, dann sitzt das doch nicht ganz richtig. Die machen Sachen mit mir. So, da soll das so drauf. So. Und dann soll das Ganze... Funktioniert nicht. So kommt es auch nicht. Mal was testen. So, also Objektiv da drauflegen. Mit der Wölbung nach oben. Und das Ganze dann dementsprechend hier so draufsetzen. Dann haben wir das. Und mit 4 Schrauben befestigen, und zwar diese schönen hier, diese schönen kleinen schwarzen, sollen wir benutzen. So, eine haben wir, zweite haben wir, und die dritte haben wir. Dann kommt noch eine vierte natürlich da rein. Und dann haben wir das Ganze nämlich auch zusammengesetzt. So. So sieht dann jetzt praktisch unser Objektiv aus. Nein, nicht ganz. Da fehlt jetzt noch wieder die Seite, die wir da reinstecken sollen. Nämlich so. So sieht dann jetzt praktisch unser Objektiv aus und wir sind fertig mit. Dann schauen wir mal hier einmal kurz auf den Ausblick hier. Und da seht ihr, wo das dann hinterher eingesetzt wird. Nämlich da kommt es dann rein. Ja, gut, das war dann wie gesagt alles für Ausgabe 13. Diese beiden Teile brauchen wir jetzt noch nicht. Ich schätze mal, die werden wir jetzt brauchen. Das ist meine Vermutung. Denn wir kommen jetzt zur Ausgabe Nummer 11. So, hier haben wir jetzt Ausgabe Nummer 11. Da schauen wir auch mal wieder kurz ins Heft. Was gibt es da? Einmal hier schön zu sehen, die sogenannte Golden Gate Bridge in San Francisco. Dann haben wir hier wieder ein weiteres Konstrukt eines, boah, vom Kopf her würde ich sagen, hat der fast so... Wie würde ich den beschreiben? Also vom Kopf aus, also wie so ein Bienenkopf. Ja.
Und ist aber, er heißt aber irgendwie RA7. Trotokoloriden. Hm. Was das genau ist, ich weiß es ja nicht. So, dann schauen wir mal weiter. Und noch weitere komische Objekte. Und ja. So, was kriegen wir denn an Teile? Das ist ja besonders wichtig. Anteile bekommen wir weiteren Kuppelbrahmen. Wir bekommen Schrauben, Muttern, Schrauben und Stützstange. Das sind die Stützstangen für unseren Ständer, den wir aber erst dann in der nächsten Ausgabe und übernächsten dann zusammensetzen. Wir haben in dieser Ausgabe nicht viel zu tun. Wir sollen einen weiteren Rahmen einsetzen. Und zwar positioniert neben unserem bisherigen Rahmen kommt dann ebenfalls wieder nur 1, 2 Muttern mit Schrauben rein. Hier haben wir jetzt das Tütchen mit den neuen Muttern. Und ich hoffe, diesmal stimmt die Anzahl in diesem Tütchen. So, wir legen das wieder hier schön beiseite. Und wir haben hier auch neue Schrauben, aber ich habe ja noch eine Schraube. So, wir setzen das hier schön auf, drehen das Ganze wieder um. Setzen eine Mutter wieder ein. Halten das Ganze einmal so in Position. Wenn es sofort auf Anhieb klappen soll, dann klappt es natürlich nie. Ist ja normal. So. Aufsetzen. Und dann einmal schön festziehen. Wir nehmen die nächste Schraube. Und auch die nächste Mutter. Wir stecken die Schraube da nur schon mal so rein. Na, die Mutter will da jetzt nicht so in die Position, wo sie hin soll. So. Und wir nehmen die Schraube und ziehen das Ganze ordnungsgemäß fest. So, dann haben wir jetzt im Endeffekt schon 2 erweiterte Rahmenteile an unserem R2-D2. Und damit sind wir dann auch mit der Bauphase Nummer 11 schon wieder durch. Kommen wir dann jetzt zur Ausgabe Nummer 12. So, hier ist dann die Ausgabe 12. Wieder haben wir komische Aliens. Wir bekommen, haben weitere Technik. Dann haben wir hier wieder diese weißen Schneemänner, ein Bigfoot und wir haben weitere Technik. Hier haben wir sogar einen Operateur und ja, dann bekommen wir weitere Teile für unser Kuppelgerüst. Wir bekommen einen weiteren Kuppelrahmen, noch einen Kuppelrahmen, wir bekommen einen Beinrahmen vorne rechts, noch einen Beinrahmen vorne rechts, Verbindungsrahmen und Kuppelstütze Sockel. Also, das ist dann unsere Stützensockel. Aber wir machen erstmal weiter mit dem Kuppelrahmen, würde ich mal sagen. Hier haben wir die ganzen Teile. Das ist dann praktisch das für unseren Ständer. Na, da kommt dann die Stange so drauf. Und ja. Aber wie gesagt, da sind wir noch nicht. So, es geht weiter. Wir nehmen, welches Teil? Ist das das? Ich glaube, das ist das Teil. Das setzen wir jetzt hier an. Und dazu nehmen wir weiter Schrauben und Muttern. Schrauben und Muttern.
Wir brauchen zwei weitere Muttern und zwei weitere Schrauben. Zack, zack, zack. Aber ich kann, glaube ich, gleich vier davon raustun, denn wir brauchen ja auch gleich noch zwei. So, ansetzen, Mutter reinlegen, kennen wir alles schon, Schraube aufsetzen. Auf den Schraubendreher und dann wieder festziehen. Eine haben wir. Wir brauchen noch eine weitere Schraube. Und eine weitere Mutter. Die legen wir hier wieder so schön ein. Schraube setzen wir auf. Halten wir fest. Setzen wir so rein. Erledigt. Nächster Kuppelrahmen. Ich schätze mal, wenn der dann kommt der bestimmt. Der wird dann wahrscheinlich. Das irritiert mich jetzt ein bisschen. Das irritiert mich jetzt ein bisschen irgendwie, weil ja, so ist es richtig, aber warum sieht das da so einzeln aus? Also meine Vermutung ist, das nächste Teil kommt auf jeden Fall hier neben. Das würde ja Sinn machen. Warum sollte das nicht Sinn machen? Macht es auch. Es kommt daneben. Die verwirren einen sehr gerne mal ein bisschen. So, und wir setzen wieder die Mutter ein. Nehmen die Schraube. Halten das ganze Konstrukt fest und schrauben das ganze fest. So, das gleiche noch ein zweites Mal. Und so wächst so langsam unser Kuppelrahmen vom R2D2. Ach Micha, wo schraub ich denn? Wo schraubst du denn hin? Wo schraubst du denn hin? Ja. Das ist eine sehr bescheidene Frage. Da wo eine Schraube sitzt, da braucht man nicht hinschrauben. So. Haben wir auch. So, unser Kuppelrahmen ist jetzt schon, boah, deutlich gewachsen. Und jetzt geht es, oh, jetzt geht es weiter an den Beinen. Also jetzt geht der Kuppelrahmen ein bisschen beiseite. Wir sollen jetzt unsere Beinelemente zusammensetzen. Das sind einmal diese Teile und diese Teile. So, das legen wir so hin. Und das legen wir einmal so hin. Also so rum und so rum. Ja, und das andere einmal so und nein, falsch. So kommt das Ganze. So kommt das Ganze hin gelegt. Und dann werden die Teile jetzt miteinander verbunden. Schützen wir das so und dann das kommt hier wahrscheinlich so da rein, das greift, ja, und das greift nicht, sollte aber greifen.
So greift es auf jeden Fall. Dann ist das irgendwie spiegelverkehrt. So. Denn dann stimmt es. Dann greifen alle Teile ineinander. Außer dieses Teil hier, das greift nicht ineinander. Das müssen wir andersrum einsetzen. So rum. Und dann sitzen die Teile alle ineinander. So, und dafür soll ich auch Schrauben nehmen. Was für Schrauben? Ich schätze mal die kürzeren. Oder auch wieder Schrauben mit Muttern. Ich sehe hier nämlich kein Gewinde drin. Ja, es werden wieder Muttern eingelegt. Aber ich vermute mal, dass das andere Schrauben sind. Denn das sind bestimmt wahrscheinlich diese hier. Und die Muttern werden dementsprechend dann jetzt so eingelegt. Und dementsprechend von dieser Seite reingesteckt und auch verschraubt. So, einmal genau, das sind nämlich diese Muttern hier. Wir halten das ganze Konstrukt fest und schrauben das Ganze einmal schon mal fest. Haben wir. Dann nehmen wir weitere Schrauben und Muttern. Drei Stück brauchen wir noch. So. Dann setzen die Mutter hier ein. Und die Schraube von der anderen Seite jagen wir durch. So. Nächste Mutter einsetzen. Nächste Schraube und zu guter Letzt noch eine vierte und eine vierte Schraube. Und dann haben wir das ganze Ding dann auch stabil. Nehme ich so. Genau. So soll das ganze Ding dann aussehen und ja, auch das brauchen wir jetzt nicht mehr. Wir sind fertig mit Ausgabe Nummer 12. Kommen wir dann jetzt noch zur Ausgabe Nummer 13. Hier haben wir dann jetzt Ausgabe 13. Gucken wir wieder ins Heft. Das sieht aus, ich weiß es nicht hundertprozentig, könnte ein Teil vom Sternzerstörer sein. Dann haben wir hier so eine Art Schloss. Ein weiteres komisches Element mit Greifern. Und ein Weltraumfahrzeug. Könnte von der NASA sein. Und ein weiteres Teil auf Beinchen. Und weitere schöne Fahrzeuge. Also, da ist jede Menge Technik in den Filmen drin gewesen. Das auf jeden Fall. Wir bekommen einen weiteren Kuppelrahmen. Wir bekommen einen Rahmenringteil. Und wir bekommen unsere Kuppelstützenbeine. Es geht weiter mit den nächsten Ausgabenteilen. So, hier haben wir die Teile. Das sind unsere Fußstützen. Die legen wir auf der Seite und unsere Kuppelrahmen. Das sind ja noch zwei. Wir müssen ja noch im Endeffekt zwei anbringen. So, es geht weiter. Und zwar mit welchem Teil? Muss ich mal gucken, hier sind die beiden identisch. Nein, ist nicht identisch.
glaube, das müsste das hier sein, ne? Das kommt jetzt als erstes. Ja. Das kommt als erstes, das kommt hier hin. Das kommt hier hin und dann brauche ich wieder Schrauben und Muttern. Schrauben und Muttern. Zwei. Und nochmal zwei macht vier. Und nochmal zwei. Vier Schräubchen. Jawohl. Und wir setzen wieder ein. Das Teil legen wir mal an der Seite. Das brauchen wir jetzt auch noch nicht. Wir setzen wieder ein. Die Mutter, ja super, fällt um. Coole Logik, coole Technik. Setzen ein. So. Halten das wieder fest. Setzen unsere schöne Schraube auf. Ja. Und dann, ja. Wenn es sofort funktionieren würde, tut es aber nicht. So langsam wird das auch ein bisschen kompliziert, das ganze Konstrukt hier zu halten. Um dann in das Loch zu kommen. Vielleicht mache ich es auch jetzt nur kompliziert. So. Die ist drin. Die nächste. Die geht bestimmt wieder einfacher. Weil man hat ja schon Halt. So. Und dann natürlich noch unseren letztes Rahmenteil für die nächste Station. Was wir anbringen. So, festhalten wieder. Und festschrauben. Haben wir. Und die letzte Mutter. Dann haben wir auch diese Sektion eigentlich abgeschlossen. Den Bereich. So, und dann sehen wir, boah, unsere Kuppel wird so langsam. Wir haben sie zusammen und jetzt dürfen wir einen Ständer zusammenbauen. Wir dürfen einen Ständer zusammenbauen. Ja. Wir brauchen die Beine. Wir brauchen das Teil von eben. Wir brauchen diesen Fuß. Da setzen wir jetzt die Beinchen ein. Nein. Drei. So, Beinchen sind eingesetzt. Dann brauchen wir die schöne Stange. Die setzen wir hier so rein. Jetzt muss ich euch ein bisschen höher holen. Zack, 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 zack. Und darauf setzen wir dann jetzt unseren Kuppelrahmen. Dann sieht das ganze Konstrukt nämlich jetzt so schon aus. Und damit sind wir mit Ausgabe Nummer 13 auch fertig und haben dann dementsprechend dieses, boah, fast ein Karussell, würde ich sagen. Dreht sich auch wunderbar. Abschlussbild von den Sachen, die wir heute gemacht haben. Einmal das, einmal das, einmal das. Genau. Und damit sind wir mit der Bauphase für dieses Video fertig. So, nach den vier Ausgaben zeige ich euch hier wie immer natürlich das Ergebnis. Hier seht ihr jetzt die schöne Kuppel, die sich jetzt so schön dreht.
die wir dann jetzt praktisch um einen weiteren Kranz erweitert haben. Und wir haben ja nicht nur das gemacht, sondern wir haben ja auch was weiter an unserem Bein gearbeitet. Da haben wir dieses schöne Teil hier zusammengesetzt. Das habe ich jetzt einfach mal schon so hier hintergeklemmt, hinter das Bein. Ich denke mal, so wird das auch hinterher dran kommen. Ich hoffe, das fällt mir jetzt nicht wieder auseinander. Ich hatte es gerade so schön da drauf. So kommt das Ganze dann praktisch dahinter als Stabilität und dann kommt das Ganze natürlich hier oben so drauf und dann sieht das Ganze dementsprechend so aus. Und dann haben wir natürlich auch noch ein weiteres Teilchen bekommen für den nächsten Kreis von unserer Kuppel, das wir aber noch nicht verbaut haben. Damit geht es dann, wie gesagt, beim nächsten Mal weiter. Ich bedanke mich natürlich wie immer fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video wieder Spaß gemacht. Wenn ja, wie immer einen Daumen nach oben für das Video. Ein Abo würde ich mich auch riesig drüber freuen, wenn ihr das tut. Aktiviert natürlich dazu am besten noch die Nachrichtenglocke, dann erfahrt ihr, wann das nächste Video hier loskommt, geht. Und schreibt auch gerne mal was in die Kommentare, wie das Ganze alles funktioniert, wie immer hier unten eingeblendet. Also, in diesem Sinne kann ich mich nur noch verabschieden mit den Worten: Glück auf, macht's gut, passt auf euch auf, bleibt gesund oder werdet gesund und bis zum nächsten Mal.